Vor den Landtagswahlen in drei ostdeutschen Ländern mehren sich in der Koalition Vorschläge für den Klimaschutz. Umweltministerin Schulze kündigte ein bundesweites Verbot von Plastiktüten an. Sie wolle damit an eine freiwillige Vereinbarung mit dem Handel anknüpfen. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer setzt in einem Gastbeitrag für die Welt am Sonntag auf eine Steuerreform im Energiebereich. Sie forderte heute eine Abwrackprämie für Ölheizungen. Ein nicht ganz neues Thema weht durchs politische Berlin. Sie hängen am Obststand, sind aus Plastik und fast immer kostenlos. Im Gegensatz zur normalen Plastiktüte. Seit einer freiwilligen Vereinbarung mit dem Handel ist der Verbrauch dieser Tüten um 64% zurückgegangen. Trotzdem sind das noch knapp 2 Milliarden Plastiktüten pro Jahr. Auch deshalb setzt die Bundesumweltministerin nun auf ein Verbot per Gesetz. Wir haben über 2/3 reduzieren können. Ich möchte das jetzt absichern, damit das wirklich auch so weitergeht. Und deswegen ist das Gesetz jetzt der konsequente nächste Schritt. Ein richtiger Schritt auf dem Weg Richtung Umweltschutz, sagen die Grünen. Aber Frau Schulze fordert auch in nahezu täglicher Taktung immer wieder Verbote, immer wieder Dinge, die richtig sind, die man unterstützen kann. Ich erwarte von Frau Schulze, dass sie beim Thema Plastik nicht nur fordert als zuständige Bundesministerin, sondern dass sie konkret umsetzt. Auch die Union sucht nach konkreten Klimaschutzmaßnahmen. Das Gebäude aus Umlagen, Abgaben und Steuern im Energiesektor müsse grundlegend umgebaut werden, so Kramp-Karrenbauer. Zum Beispiel mit einer Abwrackprämie für Ölheizungen. Wenn man sich die Gebäudestruktur in Deutschland ansieht, dann sieht man auch, dass wir noch sehr viele auch ältere Heizungen haben, auch Ölheizungen. Und die auf jeden Fall zu modernisieren und das entsprechend auch zu unterstützen, das wäre aus meiner Sicht der richtige Schritt. Deswegen haben wir das vorgeschlagen. Die AfD sieht darin eine Bevorzugung von Eigenheimbesitzern und Vermietern zulasten aller Steuerzahler. Natürlich wäre es ein Konjunkturprogramm, aber alle Steuerzahler, die Steuern zahlen müssen, die Abgaben zahlen müssen, die müssen das dann letztendlich mitbezahlen. Bis zum 20. September, wenn das Klimakabinett konkrete Maßnahmen beschließen will, wird die Große Koalition wohl noch über so einige Vorschläge diskutieren.